Hallöchen YouTube, da sind wir wieder und Rotom guckt schon wieder traurig. Das heißt, wir pieksen ihm albern ins Auge, denn Rotom mag es, wenn man ihm ins Auge piekst. Ja Mann, Rotom-Zeit, mach hinne. Ich weiß nicht, ob man irgendwie anhand der Farben erkennen kann, wo man drücken sollte, um was Cooles zu bekommen. Ich weiß es nicht. Gratuliere, bist der App bon. Und wir gehen auf Route 4, so wie wir das auch geplant hatten. Denn in Kantai City kommen wir eh nicht weiter, da steht ja ein Bissbug, was die ganze breite Straße einfach komplett versperrt. Und ich habe ja im letzten Stream gesagt, dass ich probieren möchte, etwas mehr auf den Routen zu schauen, was es denn alles für interessante Pokémon gibt, dass wir da mal auf jeder Route so, weiß ich nicht, 4, 5 Encounter oder so triggern. Dass wir das mal sehen, was da so los ist. Wir müssen sie ja nicht fangen oder wir müssen sie ja nicht bekämpfen. Wir können ja einfach abhauen, wenn es uns nicht passt. Ein Superball. Superball. Fun Fact, der Hyperball heißt im Englischen Ultra Ball. Verrückt. Hotel Page Georg George. Ein Imantis. Das schnabeln wir mal eine Runde, nicht wahr? Holy, das ist noch nicht mal ein Two-Shot. Ja, ihr Wachstum sieht so eklig aus, wenn das Pokémon so lang gezogen wird. Steigert das. Das steigert beide Angriffswerte, ne? Wir schmarotzen mal. Tschüss! Papa, ja, Trinkgeld. Gib kein Trinkgeld. Gib einen Schlag vor den Hals. Nein. Ein Pokémon-Kampf gab es. So. Ja, immer unten mal auf die Minimap gucken. Denn ich finde, die Route ist doch relativ verwochen. Hallo. Schlängelnde Wege, bliblablub. Ja, das sieht man ja unten alles relativ gut. Wo da was Geheimes sein könnte und wo nicht. Du kannst mich den Sammler nennen. Warum? Weil ich gerne Pokémon sammle. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Oh Mann. Der Toa. Ob der seinen Mjölnir dabei hat? Ein Mampfaxo. Immer erstmal mit Cole und dem Schmarotzer drauf. Das passt schon. Der Damage wird gut sein. In den meisten Fällen. Siehste, lockerer Two-Hit, wenn Amnesie steigert Spezialverteidigung, glaube ich, ne? Jawoll. Na dann, tschüss, Mampfaxo. Sind wir in dem Speed-Tie? Weil eben ist die Flinkklaue getriggert, obwohl wir schneller waren. Die triggert doch nicht, wenn wir schneller sind, oder? Kann die dann trotzdem einfach triggern, obwohl sie nicht nötig ist? Das weiß ich gerade gar nicht. Kindwurm, wir wechseln mal nicht. Weil wegen Schmarotzer. Der Angriff von Kindwurm ist, glaube ich, ganz gut. Der ist sehr gut. Ja, den Biss. Easy. Easy. Tanken wir den. Okay. Ich glaube nicht, dass wir hier wieder im Speed-Tie sind. Offensichtlich triggert die Flinkklaue auch einfach so, wenn wir ohnehin schneller wären. Was Bullshit ist, aber gut. Gewalter erreicht Level 19. So, gib mir das Item jetzt, Toa. Noch ein Beleber, unglaublich. Hallo.
Urlauber Shinichi. Shinichi Kudo? Der hieß ja auch Shinichi, oder? Bin mir gerade gar nicht sicher. Detective Conan und so. Eine Radfahrt, die Urlauber ist cool, war ja auch in Sonne und Mond schon so. Die Urlauber haben immer die jeweiligen Kanto-Versionen, beziehungsweise die Nicht-Alola-Formen der Pokémon. Das ist ziemlich cool. Wenn du die Beleber alle verkaufst, dann bist du ein reicher Trainer. Das werden wir aber auch so, wenn wir die Post, wenn man die Post-Story spielt, wird man auch ein reicher Trainer, so viel sei verraten. Energiefokus Ruckzuckhieb, das ist also deine Kombo, alles klar. Da wäre aber Schlitzer besser, weißt du, ne? So, hier, komm her. Ja, guck nicht rum, hier geht's zur Sache. Noch eine Urlauberin. Was hast du denn für ein Pokémon? Ein Mauzi, das ist cool. Yeah, Flinkklaumann. Bestes Item. Au. Ach, hör auf zu flinchen. Was soll das denn? Jawollo. Wobei das jetzt wieder, da wir Schmarotzer eingesetzt haben, egal ist. Wir arbeiten ja mit dem Angriff des Gegners und nicht mit unserem eigenen. Dafür können wir uns aber jetzt, glaube ich, Schmarotzer sparen. Ja, jetzt sowieso. Auch so eine KI-Sache. Oder das zeigt, dass die KI nicht die cleverste ist. Die KI setzt Heuler ein und sieht, dass wir Umkehrung als Fähigkeit haben. Also, ne, das müssen die ja auch irgendwie sehen. Was macht man als nächstes? Natürlich! Hä? Man setzt nochmal Heuler ein, nicht? Hilde Revel. Level 17. Ba-ba-da, ba-ba-da. Mal gucken, mal ganz kurz. Mal gucken, verstehst du? Nur mal kurz gucken. Achso, Hilde war unser Fleckmann, was wir eigentlich gar nicht so wirklich benutzen wollen. Wir können mal... Wollen wir mal Kurt nach vorne packen? Man hat ja nun mit dem Käferbiss und dem Biss auch zwei... Und den Funkensprung. Holy shit. Den packen wir mal direkt auf... Das ist eigentlich richtig gut, der Kurdi, ey. Meine Herren. Meine Herren hier. Ach. Ja, komm, wir mal. Kurt hat noch nicht viel Screentime gehabt. Kurt kriegt jetzt mal ein bisschen Screentime. Wo geht's denn hier hin? Ach, hier ist diese Pikachu-Gedingse. Wie heißt es? Pikachu-Tal? Pikachu! Pikachu-Tal, ja. Ich weiß nicht, man kann sich ja über einen Code einen Ash-Pikachu organisieren, was dann auch eine entsprechende Mütze auf hat. Ich weiß nicht, ob man das dann hier abholen muss. Irgendwas war mit dem Tal. Die Pikachu und ich heißen Pikachu da herzlich willkommen. Ja, ein Geschenk. Blabla. Das Deko-Element Pikachu. Wofür? Bilderalbum. So, hier liegt auf jeden Fall ein Item rum. Der Magnet, den ich sehr gut finde. Der uns aber aktuell noch nichts bringt, weil wir noch kein Elektro-Pokémon haben. Kriegen wir für das Quiz was? Ich mach das mal eben. Wir quizzen mal eine Runde. Frage Nummer 1. An welchem Körper erkennt man Pikachu aus einem weiblichen männliches Exemplar handelt? Am Schweif! Das weibliche Pikachu hat am Schweif, sieht aus wie ein Herzchen, wie zwei Huppel von einem Herzchen. Wie nennt man den Teil von Pikachus Wange, den es Elektrizität speichert? Backentaschen. Was benötigt man, um einen Pikachu zu einem Raichu zu entwickeln? Einen Donnerstein.
Wie unterscheidet sich ein schillerndes Pikachu von einem herkömmlichen Exemplar? Das schillernde ist dunkler. Glaube ich. Ja, doch, das ist dunkler. Pikachus Vorstufe in der Entwicklungsreihe ist ja bekanntlich Pichu. Aber was ist der Name von Pichus Entdecker? Das müsste Professor Lind gewesen sein? Ich weiß es nicht. Nicht, dass ich es verkackt habe. Yay, alles richtig. Ja, das hat sich ja... Oh, Moment, das können wir... Oh, weiße. Da ziehen wir uns mal an. Das sieht bestimmt besser aus als den Krempel, den... Wobei, ich glaube, das sieht total dämlich aus, ne? Aber egal, dann laufen wir halt total dämlich rum. Können wir hier rein? Nein. Das weibliche Pikachu hat keinen Schweif. Schade, dass man sich nicht on the fly umziehen kann. Komm, wir machen das jetzt mal. Wir gehen jetzt mal zurück. Und in die Boutique. Und ich glaube, in der Boutique kann man sich ja umziehen. Und dann machen wir uns einfach noch lächerlicher, als wir eh schon sind. Also jetzt rein style-technisch. Ich möchte mich umziehen. Oh, Junge. Rotom ist schon wieder traurig. Ich piek dir gleich ins Auge, Rotom. Pikachu-Shirt. Outdoor-Socken. Alles klar. Jawohl, richtig behindert. Lassen wir jetzt die Socken an. Ach klar. Boah, jawohl, richtig. So muss es sein. Aber besser als mit diesem, keine Ahnung, mit diesem alten Opa-Hut. Der Hut, den wir vorher aufhatten, erinnert mich übrigens an einen Charakter aus Walking Dead, an Dale. Der hatte auch immer so einen, weißt du, so einen OP-Hut auf. War ja auch ein OP, der Dale. Die Hose passt natürlich jetzt nicht ganz dazu, aber weißt du was? Das ist mir auch Wumpe. Oh mein Gott. Kurt gegen Kurt. Tschüss. Mit Kurt vorne haben wir jetzt natürlich nicht die beste Speedbase vorne, wenn wir mal flüchten müssen und sind nicht ein paar Level höher. Was ja vorkommen soll. Hab ich gehört. So. Ja, Pikachu-Tal haben wir abgegrast. Und hier haben wir schon ein Item gesehen. Ein Zitterorb. Ja, muss man jetzt auch nicht einsammeln. Kann man später, glaube ich, relativ günstig kaufen, so Zitterorbs. Braucht man auch nur, wenn man Pokémon Chain will. Yorkleff fangen wir uns. Haben wir schon irgendwo Flottbälle bekommen? Ich hätte gerne, hab ich Flottbälle? Ich habe bestimmt keine Flottbälle, oder? Habe ich Flottbälle? Nestbälle? Netzball? Pokébälle, okay. Wir schmeißen Superball. Könnte eigentlich schon reichen. Gucken wir mal. Jawoll. Yorkleff für später. Rolf erreicht Level 20. Nice. Wir lesen uns den Pokédex-Eintrag durch. Vielleicht soll ich da noch weiterklicken. Ein Pokémon mit ausgeprägtem Urteilsvermögen. Befindet es seinen Gegner für zu stark, zieht es den Schwanz ein und sucht sofort das Weite. Das ist klug. In eine PC-Box, bitteschön. Das ist tatsächlich sehr klug, wenn man, dass man sich zurückzieht, wenn man weiß oder merkt, dass man unterlegen ist. Alles andere macht halt auch keinen Sinn. Das sieht so verdächtig aus. Kann ich irgendwas einsammeln? Nee. Voll die Falle, ey. Du willst noch kämpfen? Boah, wie easy wir hier gerade ohne einen großartigen Encounter durchkommen.
Dich hauen wir aber noch schnell um. Küchenchef Johann. Johann Lafer etwa? Bist du Käferflug? Nee, sonst stünde da ja nicht nur effektiv. Ja, wir machen trotzdem mal Funkensprung. Wir gucken mal. Oh, holy. Oh, ja, das kennt Kurt ja easy. Jawohl, die Para ist es denn zu fassen. Hä? Ach, Überreste hat er mit der Koch. Ja, aus der Küche mitgehen lassen, aber was ja ekelhaft. Hier. Und wir kriegen die Full-Para. Sehr schön. Das wäre schön, wenn er uns jetzt die Überreste geben würde. Tut er aber nicht. Leider. Herbert erreicht Level 18. Schnüffler, nee, lass mal. Brauche ich gar nicht zu gucken, was wir noch haben. Schnüffler brauche ich nicht. So. Hier gibt's Giefe, Beere und noch eine Giefe, Beere und vielleicht, na, eine Gaube, Beere. Sind das die Heilbeeren, die unterhalb von 25% triggern und 50% heilen? Ich weiß gar nicht. Oder sind das Antibeeren? Keine Ahnung. Wir sind in Ohana. Ohana heißt Familie. Oh, will er jetzt kämpfen? Amras, lass uns raus, wenn der stärker ist. Los, ich habe 38 Mal Asadas Intus. Immerhin habe ich die große Prüfung auch bestanden und mir ein Z-Kraft von mir gekämpft. Los, los. Ab geht die Post. Hallo Marikek. Kann Marikek irgendetwas, was uns wehtun könnte? Ich glaube nicht. Ist das der Z-Feen-Angriff? Der Z-Normal-Angriff, okay. Tanken wir den? Kriegt keinen Step. Könnten wir tanken. Ja, lässig. Nur immer die Hälfte. Mach ich das, du Lappen. Machen wir mit dem Käferbiss mehr Damage? Eine Wasserdüse. Die stecken wir aber auch noch ganz gut weg. Leider kommt jetzt noch eine Wasserdüse. Ich will aber nicht unbedingt, dass Kurt stirbt, weil er die Erfahrungen doch haben soll. 4 Supertränke, dann hauen wir uns mal einen in den Kopf. Ja, er wasserdüst mich jetzt hier nämlich zu Tode. Alter, das macht echt viel Schaden, ne? Ein Crit und wir sind weg. Verstehe auch mal einer. Kommt jetzt eine Attacke, die weniger Schaden macht als Wasserdüse und keine Prio hat. Das macht gar keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn. Cool, erreicht Level 19. Pikachu. Das regelt Cole, glaube ich, ganz gut, weil Pikachu einen sehr guten physischen Angriff hat. Pika! Der Elektroball, der sollte nicht allzu weh tun. Am Anfang sind die, also Elektroball macht mehr Schaden, je höher die Differenz, glaube ich, zwischen den Init-Werten ist. Also je höher meine Init im Vergleich zu der
des Pokémons ist, dass ich angreife. Und da wir hier am Anfang noch nicht so krass große Unterschiede haben auf Level 15 oder jetzt 19 in dem Bereich, ist das noch nicht so wild. Wie im Anime. FM. Sollte man mit einem Steinwurf eigentlich ganz gut hinkommen, ne? Mit einem Step-Steinwurf. Jawollo! Jo! Gewalter, that's your job. Coole Augen. Jetzt ist es kein One-Hit mehr, glaube ich, tatsächlich. Ich habe nichts gesagt. Es tut mir leid, Gewalter. Wie konnte ich an dir zweifeln? Es tut mir leid. Jawohl, Kurt Level 18, sehr schön. Wann entwickelt sich Kurt? Das ist auch nicht mehr lang hin, ne? Das ist auch nicht mehr lang hin, glaube ich. Boah, das wäre echt ein guter Kampf. Mein Marikel mit den anderen hat auch jede Menge Spaß, darauf kommst du hier an. Hm, kekek. Ja, was für dich? Ja, heil mich, gib mir kein Heil mich lieber. Boah, kein Angriff plus. Ich brauch das nicht. Ziemlich wahrscheinlich auch, ja, bla 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 bla. Warum muss ich bei Gewalter an Hintergittern der Frauenknast denken? Es ging mir im ersten Moment auch so. Aber ist ja ohne TH, ne? Also ohne H, mit, nur mit T, weißt du? So, dann gucken wir uns in der nächsten Folge weiter in Ohana um, gehen ins Pokémon Center. Hier haben wir nicht allzu viel zu tun, so viel kann ich schon mal verraten. Und dann geht unser Weg direkt weiter in Richtung Ohana Farm und in Richtung der nächsten Stat. Bisher sage ich erstmal danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.